Hallöchen und herzlich willkommen im Nazarenalter. Diese Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Und in der Nähe von Londinium. Ich darf hier sein. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Tja, ich habe einen Darfschein, du nicht? So, und dann sollen wir wohl nach Toliman 2, oder? Vorgeschobene Basis, ja, da landen wir. Das wird wahrscheinlich witzig und hoffentlich ein bisschen XP geben, weil wir brauchen noch einen Skillpunkt auf Waffen, damit wir die Waffen besser ausbauen können. Damit ich dann wiederum ein bisschen mehr Wumms mache und mit dem bisschen mehr Wumms dann vielleicht auch, ja, ich will es nochmal versuchen, auch wenn es geskriptet ist. Oh Gott, ist das laut hier! Nochmal den Hunter irgendwie zum vorzeitigen Ableben zu bewegen. Einfach mal, ja. Ich habe gelesen, theoretisch soll es funktionieren. Wir können es ein, zwei Mal probieren. Wenn es nicht klappt, naja, dann machen wir nochmal weiter. So, wir gehen raus hier. So, ich habe gehört, es soll hier Terrormorphs geben. Hinweis, es ist kalt. Oh, ein Robo-Wuffi. Du! Zwischen den Barrieren! Lauf schnell! Was hast du? Du bist bei der Commander erwartet dich. Ich würde sie nicht warten lassen. Ja. Alles ein bisschen entspannt, bitte, ja? Oh, ich höre, hier gibt's schon Dacker. Ach so, da unten. Ist auch schön, dass die Kollegen vorbereitet sind. Jetzt haben wir hier eine Anzugwerkbank, okay. Warum denn hier draußen im Kalten? Sowas können wir doch irgendwo innen einbauen. Eine Waffenwerkbank, sehr schön. Na, wenn es hier gratis Munition gibt, nehme ich die natürlich mit. Okay, da gibt es wieder nichts. Schade. Was sind das? Modifiziert, kalibriert. Eine 6. Ist das? Das gucken wir uns mal genauer an. Weil unser derzeitiges Gewehr. Was braucht das für Munition? Ach, komm. Was ist denn da los? Warum blute ich denn? Achso, nee, mir ist einfach nur kalt. Naja. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das eine Ding, was wir hier momentan noch hatten, war die Grendel mit 7,77 und die Maelstrom mit 6,5. Und das Ding, was wir gerade aufgenommen haben, ist das hier. Die hat 11 mm, davon habe ich 800 Schuss. Mhm. 36 bei einer Feuerrate von 112. Wir vergleichen es mit der Maelstrom. Jetzt 60. Das wird mal, glaube ich, ganz spontan ein bisschen umgebaut. Und apropos spontan umbauen. Ich muss da leider nochmal. Nein. Nicht hier. Schön. Waffen zusammenklatschen mit Lautstärke. So, guten Tag. Wir gucken uns das mal genauer an. Was geht hier? Laser. Könnten wir bauen, wenn wir Neon hätten, haben wir aber nicht. Lauf. Mehr Präzision macht das Ding schwerer. Und wir können weiter feuern. Und wir können es bauen. Also machen wir es. Außerdem gibt es EP. Schön. Mündung. Mündungsbremse. Schießt also im Anschlag besser. Das können wir dran lassen. Griff und Kolben stabiler Schaft. Mhm. Ja, da scheitert schon wieder ein Klebstoff. Blöd das. Wie sieht's intern aus? Wahrscheinlich auch wieder kein Klebstoff. Richtig, kein Klebstoff. Leistungsstark, Link heiß. Da habe ich Lust drauf.
Das werden wir tun. Aber erstmal, ach guck mal, die Eglon Ship Builders, ist ja spannend. Das war damals. Boah, ist das laut. Chinas. Furchtbar das. So, also wir laufen mal hier lang, hoffen, dass wir hier irgendwo einen Eingang finden. Tun wir nicht. Gucken blöd. Vielleicht da, das sieht so eingängig aus. Hallöchen. Das ist okay. Ich gehe hier mal ganz kurz ein bisschen einklaufen, ne? Ein bisschen Schrimps, schön. Polytextil. Können wir mal einstecken, in der Hoffnung, dass wir das vielleicht bei irgendwas verwursten können. Mal wieder ein paar Granaten nachholen, höhenlos. Oh, schön, da ist viel Muni. Was ist denn das? UC Anti-Xeno, ausgeglichen auch 50. Oho. Und da gibt es auch noch ein Helmchen dazu. Und ein Anzug. Okay. Ja, seht, wie ich mein Inventar ruckzuck voll kriege, aber das probieren wir mal aus. Komm. Also, statt dem Helm gibt es den Anti-Xeno. Statt dem Rucksack gibt es den da. Ist sogar tatsächlich auch besser als das, was wir bisher hatten. Oh, plus 20 Tragekapazität. Schön. Brauchen wir auch. Und aus dem Anzug wird jetzt hier auch der gute Xeno-Hunter-Anzug. Alter, das sieht richtig hübsch aus. Gibt weniger... Ah, aber das ist schon ganz nett. Das ist tatsächlich ganz nett. Ja, das machen wir mal. So, dann müssen wir natürlich mal kurz, wenn wir nämlich hier reingehen, hier kurz in den Frachtraum und auf unser Inventar umschalten, dann können wir nämlich den anderen Scheiß erstmal kurz einlagern. Dann schleppen wir nicht ganz so viel mit uns rum. Also, lagern. Wahrscheinlich werde ich vergessen, dass ich diesen Anzug jemals hatte. Also den Mantis. Dann gehen wir eins zurück. Wir können außerdem noch die alte Maelstrom mal weglagern. Die braucht jetzt kein Mensch mehr. Die modifizierte Breach bleibt erstmal. Das kann weg. Das bleibt auf jeden Fall hier. Da haben wir noch ein bisschen mit zu tun. Das Kampfmesser braucht auch kein Mensch gerade. Kann weg. Rucksäcke kann der Mantis-Rucksack noch raus. Und bei Anzüge kommt erstmal der Frachter und der Mantis ebenfalls weg. Und bei den Ressourcen sagen wir nochmal, alle Ressourcen weglagern. Guck mal, da haben wir jetzt angenehme 90. Das ist doch schon mal ganz fein. Oh, Hallöchen. Der Strand von Dover. Okay, ja, nehme ich mit. Kann ich dann vielleicht irgendwann später den Mädel verticken. Ich habe so das Gefühl... Ja, langweilig. Hier wird ein bisschen was auf uns zukommen, wenn uns das Spiel hier schon so gnädig mit Zeug ausstattet. Ja, ich zeig's allen. Keine Sorge. Oh, wird's immer ein bisschen ruhiger hier drin? So, was haben wir da? Eine Ausstellungspuppe mit. Die hat auch einen Chamäleonanzug. Okay, der bleibt aber mal da. Der ist ja nicht so cool wie unserer. Und die da? Hat nur Scheiße. Großartig. So, hier gibt es noch ein Paramour. Hallo. Das Paramour, das mich so macht, gruselig in die Kopf. Oh, ein Waffenkoffer zum Aufschließen. Ja, wie könnte ich? Wie könnte ich? So, mit dem geht es schon mal nicht. Schön, dass wir das rausgefunden haben. So, damit. Sag mal. Spiel? Okay, der geht. Da der auch sonst für nichts anderes geht, würde ich sagen, wird es das da und das da. An der Stelle will das nicht, das war wieder klar. Der hier will nicht, der ginge. Würde den da öffnen und der, nein, nicht den, okay. Da geht der Spaß schon wieder los. Den da könnten wir damit aufkriegen. Die Frage ist, haben wir irgendwas, was dann da reinpasst?
Yep, das geht. Also. Falsch. Den da. Den da. Und da ist die Luke offen. Hier drüben geht schon wieder nichts. Damit auch nichts. Hiermit geht was. Und zwar die komplette Seite nicht. Okay, das ginge. Und offen ist das. Was ist denn da eine Autonit-Pistole mit 135 Schaden? Brauchen wir das? Ist das wichtig? Die Rattler braucht ihr wiederum nicht. Da hier ist noch ein bisschen Muni am Start. Oh, schön Butter. Einfach mal so ein Packen Butter, die hier irgendwie auch schon seit 3 Wochen rumliegen. Kann man sich mal schön in die Kiemen drücken. Vielleicht noch so ein bisschen ranzig am besten noch. Für den besonderen Zusatzgeschmack ein Mikrosekundenregler. So. Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Nein, aber du wirst mich kennenlernen. Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. UC Vanguard natürlich. Vanguard, Es hieß, ihr wärt eine vielschichtige Gruppe. Euch muss ja die Sonne aus dem Hintern scheinen, wenn ihr so eine Aufgabe bekommt. Naja, mein Hintern ist der reinste Fusionsreaktor. Dann sind das wohl die anderen aus der Truppe. Commander Hatoum, ich vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Genau wie die Dringlichkeit eurer Mission. Also fange ich mal an. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnos Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Klingt spannend. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen. Und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Okay, sorry. So, du würdest nicht mal ein Rettungsteam schicken. Warum der Ort bombardiert wurde, wissen wir. Kannst du uns sagen, was auf uns zukommen wird? Terrormorphs. Viele Terrormorphs. Bis auf unseren kleinen Zufluchtsort hier gehört der Planet zum größten Teil ihnen. Deshalb gehen wir nur selten in die Stadt, so dass unsere Informationen größtenteils veraltet sind, sobald man die Verteidigungsanlagen weit hinter sich lässt. Deshalb möchte ich auch ganz klar sagen, da draußen seid ihr auf euch allein gestellt. Alles klar, ich hätte gerne euer schwerstes Geschütz. Wir geben unser Bestes. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Acelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Wir auch. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Okay, du kannst den Standort bestimmen. Genau ist leicht übertrieben. Die Ausrüstung wird uns eine ungefähre Lokalisierung aller akzeptablen Proben im Scanbereich liefern können. Du, Kaisa und ich, wir müssen sie finden. Alles klar, okay. Bereit, wenn du es bist. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. Bin fertig, war schon da. Oder optional sammle deine Ausrüstung ein. Reicht es da jetzt nochmal reinzugehen? Toll. Jetzt muss ich die lumpigste Waffe aller Zeiten muss ich nehmen, damit es. Inventar. Waffen. Die hängen wir mal wieder irgendwie wohin, wo. So uns nicht das Inventar vollmüllt. Danke, tschüss. Ein Rat für deine Zeit da draußen. Vertraue nicht auf das, was die Stimmen dir sagen. Ja, das haben wir schon mal rausgefunden. Wo geht's jetzt weiter? Da hinten. Hä? Ach so.
Übertragung abgeschlossen. Mit diesen Codes kannst du die meisten Gebäude der Stadt vorübergehend mit Energie versorgen. Die Systeme sollten sich automatisch wieder herunterfahren. Verstanden, Commander. Jemand bewacht immer das Tor. Du kannst nach Belieben kommen und gehen. Na super, und ich habe erstmal Unterkühlung. Okay, da haben wir bestimmt noch irgendwas auf Tasche, oder? Halt Infektionen. Ja, Injektor macht alles. So, noch eine Runde kochen vielleicht. Ja gut, okay, komm. Oh. Ich bin bereit, auf deinen Befehl hin auszurücken. Ist deine Ausrüstung bereit? Und du auch? Ja, immer doch, immer doch. Dann bringen wir es über die Bühne. Kaisa, Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaisa geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Laut und deutlich. Vielleicht zu laut. Du bist ein Kracher-Roboter. Kaisa, fang an. Zeichnet-Code übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Ja, hi. Ja, sehr gut. Los geht's. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Nein. Erzähl es. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. So, und wahrscheinlich gibt's auch gleich Spaß. Und mit Spaß meine ich, Scheiße. Die Dinger werden gesteuert. Oh, Körperflüssigkeiten, Klebstoff. Gewürz, ja geil, was ich hier alles rauskriege. Was machst du denn da? Ernsthaft? Leg dich mal eine Runde hin. Huch. So, Alter, was hier alles für ein Viehzeug rumfliegt, ist ja widerlich. Klebstoff finde ich gut, Samen, Dichtmittel, Wurzel, Faser, her damit. So, haben wir hier drin noch was Feines? Wisst ihr, niemand würde auf die Idee kommen, Dinge hier irgendwie zu looten. Bisher ja noch recht. Ich höre was. Ah. Das waren alle. Aber keine Spur von dem Morph. Die Werft liegt direkt hinter der Aufbereitungsanlage. Das Versteck samt Inhalt befindet sich im hinteren Teil der Anlage. Warte mal, geht's da oben noch was Tolles? Sind wir nah genug, dass du von hier aus die Proben lokalisieren kannst? Ja, sie sind schwach. Aber ich erfasse mehrere gültige Signaturen. Die Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot! Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Okay, dann geht's hier erstmal weiter. Oder nicht? Oh! Oh! Alter, hier ist ja richtig was los. Und den machen wir auch noch auf. Das glaubst du aber. Wir haben ja gerade sogar extra noch einen Digi-Dietrich gekriegt, mit dem wir das tun können. So, ich würde sagen, die drei schon mal da. Sieht noch einen guten Anfang aus.
Und die zwei da drüben macht die ganze Sache komplett. Nächste. Mit dem nicht. Mit dem könnten wir. Damit ging die auf. Haben wir dann dafür den eventuell. Oh. Adlerauge heute wieder. Und dann gibt es noch einen. Und was haben wir Feines? Langweilig. Gib die Munition. Gib den Rest. Infantry Alpha. Oh, schön. Und noch ein Digi-Dietrich. Ja, toll. Das hat sich gelohnt. Traumapack nehmen wir auch noch mit. Und wie geht's jetzt weiter? Da kommt ja super Erfrierung erlitten. Leck mich doch. Ne, hier kam, da waren wir. Okay, da geht's eh nicht rein. Dann gibt's ja nur einen Weg, und zwar den hier. So, was haben wir da unten? Container Nummer 1. Da ist ein Terrormorph am Start, das ist ja schön. Lagerbehälter. Genprobe, Zeug. Feuer frei! Was, wo morpht ihr denn? Hallo? Ich möchte mitspielen. Alter, ich sehe halt gerade. A, sehe ich nichts. B, fliegt hier alles in die Luft. C, Level 26, Hallöchen. Du legst dich mal eine Runde schlafen, Kollege. Das mit dem Schlafen machen wir gerade nochmal. Und ich gebe nochmal ein bisschen mit dem Buttermesserchen durch. Leider macht es so gut wie gar keinen Schaden. Da muss man, glaube ich, etwas mit härterem ran. Mit was härterem, nicht mit der Streicheleinheit. Okay, also Feststellung, wir kriegen auf jeden Fall einen Haufen Klebstoff. Ab hier ist alles frei. Okay, das ist aber schön, dass alles frei ist. Was haben wir da hinten? Noch eine Tüte. Ich habe übrigens immer noch Erfrierung, möchte ich nur feststellen. So, noch ein bisschen Muni. Shattered Shot. Oh, oh. Die sieht aber hübsch aus. Alle Azelis-Proben gesammelt. Okay. Die geben wir jetzt Kaisa und dann verschwinden wir hier. Das wird auch nicht funktionieren, oder? Oh, wir sind ja jetzt da. Stehen bleiben. Also gut. Bei einem vorherigen Scan wurde eine Terrormorph-Probe erfasst, aber im Raumhafen. Der schnellste Weg dorthin scheint mit dem Hafen zerstört worden zu sein. Unter der Stadt gibt es Dampftunnel, durch die wir den Raumhafen erreichen können. Was willst du? Das stimmt, Kaiser. Woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Percival, siehst du
Siehst du eine bessere Option? Nicht aus meiner Perspektive. Dann haben wir unsere Antwort. Können wir bitte gehen, Iskalt? Zugang frei. Wir können weiter. Begib dich zu den Dampftunneln. Alles klar. Ach ja, guck mal, wo das jetzt ist. Was ein Zufall. So. Ein Dampftunnel ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine lange Sauna, oder? Ich frage für jemanden, der den das aus philosophischen Gründen interessiert und der gerade auch keinen besseren Spruch auf Lager hat. Bestätigt. Niemand erkannte, dass sie ein Lebewesen war, bis jemand sie unter das Mikroskop legte und sah, dass sie Zellen hatte. Kann nur in Londinion angepflanzt werden. Ein echtes Wunderwerk. Okay. Und was mache ich jetzt damit? Klebeband. Klebeband ist allerdings nicht Klebstoff, ne? Die Nahbereichssensoren haben keine Feinde entdeckt. Das ist aber toll. Was ich gerade mal kurz machen möchte. Erstens, wir gehen hier mal rein. So, damit können wir auf jeden Fall bessere... Nee. Könnten hochwertigere Mods herstellen. Ja, fuck it. Nee, den haben wir ja schon, oder? Nee. Ich habe Rang 1. Warum geht das nicht? Weil ich noch 15 Mods herstellen muss. Was? Toll. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mir das Inventar komplett mit der Ressourcen vollmüllen. Dann einfach jedes Schweizer Messer, das mir irgendwie über den Weg läuft, irgendwie auf Stufe 80 upgraden. Nur damit ich den nächsten Skill machen kann. Naja, was soll's. Vielleicht aber bis dann. Parasiten. Was hält euch denn wahr? Aber dieses Frostwolf interessiert mich. Könnte das eventuell helfen? Wo war es denn gerade? H.I. Frostwolf. Klingt eigentlich jetzt nicht nach irgendwas, was mir, oder? Wow, Hallöchen. Der geht jetzt auf den Zäpfchen, du. Okay, nehme ich mal mit. Rares Item, schön. Große Erwartung. Schön. Was ist das? Ich nehme schon wieder zu viel Scheiße mit, ne? Mein Gott, sieh nur. Eine blühende Lazarus. Wir sind vielleicht die einzigen. Was? Was ist los? Captain! Siehst du das? Okay. Ah! Oh mein Gott! Die Thermoparasiten sind Terrormorphs. Du hast das gerade gesehen, oder? Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das sind Baby-Terromorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Wir wissen jetzt, wie Terromorphs auf neue Planeten kommen. Okay, jetzt für einen Freund. Euch ist die ganze Zeit nicht aufgefallen, dass die zufälligerweise dieselbe Kopfform haben? Okay. Die fähigsten Wissenschaftler der Galaxie. Was zum Geil? Das klingt einer großen Entdeckung. Nichts natürlich sollte das tun können. Was bedeutet das für die Pläne? Darauf habe ich im Moment keine Antwort. Aber Nymphen und adulte Exemplare haben meist dasselbe Genom. Wenn das auch hier so ist, erledigt die Mikrobe sowohl Parasiten als auch Morphs.
Die Azeles, da müssen wir recherchieren. Aber nach allem, was wir über die Kreaturen wissen, würde es mich nicht wundern, wenn sie beides gerne fressen. So, was wir gerade gesehen haben? Die Lazarus-Pflanze kann nur hier wachsen und blühen. Man hat es versucht. Und wenn das, was wir gerade gesehen haben, auch anderswo passieren würde, dann wäre nicht nur Londinion zerstört worden. Was wir gerade gesehen haben, muss eine alternative Wachstumsmethode sein. Eine, die 70 Jahre Reifeprozess auf Sekunden verkürzt. Aha. Unglaublich. Ich bin geneigt, zuzustimmen. Aber es sieht so aus, als hätte die Natur das so eingerichtet. Die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar. Verwandelt das eine ins andere. Augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste, könnte er eine Terrormorph-Geburt auslösen. Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Guter Gott, der Angriff auf New Atlantis, könnte das jemand eingefädelt haben? Nach dem, was ich gerade gesehen habe, ist das sicher möglich. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Naja, wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Guck mal, ich fast den Credit-Stick vergessen. Was ist denn hier los? So, mal ganz kurz hier Hilfe. Wir drücken mal ein bisschen Nahrung rein. Haben wir gerade irgendwie was aufgenommen. Ja, Bier, mehr Schadensresistenz kann nicht verkehrt sein. Und der gute Haferbrei, 5 Gesundheit, her damit. Weiter geht's. Schaut mal ganz kurz, was sagt. Ja, okay, 135. Da geht noch ein bisschen was. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Niemand hat die Absicht, weitere Digi-Dietriche zu finden. Sieht aus wie eine Ikea-Lampe. Entschuldigung, der musste sein. Okay, um die Ecke. Metabolikum, naja, komm. So, und da sind wir wieder in den Außenbezirken. Naja, also halt irgend sowas. Hallo. Geht doch. Kaisa hat die Zelldaten von den Angriffen auf. Situation normal. Ich habe sie selbst hochgeladen. Kaisa soll einen Blick auf diese Probe werfen. So, gibt Kaisa die Probe. Da. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Unmöglich, dass eine so seltene, fragile Pflanze einfach so hier auftaucht. In New Atlantis und in Tau Ceti. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Okay. Ich habe schon wieder viel zu Bücher, ich weiß, aber ich möchte sie eigentlich echt mal dann irgendwie alle vertickern können. Das heißt, wir müssen auch irgendwann beim nächsten Mal der Hauptquest mal weitermachen, auch wenn ich gerne. Wirklich gern. Captain, ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Ja. Jemand dachte, er könnte UC angreifen und ungeschoren davonkommen. Jemand hat die Lazarus-Pflanze gesehen und erkannt, wozu sie genutzt werden kann. Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Ja. Tau-Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Korrekt, und das heißt? Diese Angriffe.
Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen. So, und wer ist, wen in der ganzen Welt kennen wir jetzt, der irgendwie wahnsinnig und durchtrieben und intelligent und genug Connections hätte, um das zu tun? Na, kommen da vielleicht ein bisschen Daddy-Issues auf? Aber hast du nicht gesagt, die Pflanze kann woanders wachsen? Dachte ich. Aber wenn wir recht haben, hat vielleicht jemand einen Weg gefunden. Ich fand die Zeiten, zu denen die Terrormaus auftauchten, merkwürdig. Ja. Das waren sie auch. Aber diese Antwort, tja, sie wirft ein paar signifikante Fragen auf. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Eine unabhängige Gruppe wie Ecliptic, die suchen immer nach Feuerkraft. Ich habe keine Ahnung. Commander, ja, die bestimmt nicht. Haus Varun, die Typen sind die schlimmsten. Möglich, aber ich würde sagen, die weiseste Wahl an der Stelle ist, wir haben Ideen, aber wir dürfen uns jetzt niemanden wild anschuldigen. Gutes Argument. Eine so folgenreiche Anschuldigung muss auf Beweisen basieren. Genau, also bleiben wir im Sherlock-Modus. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Wenn wir weitere Terrormorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger. Kaisa, bringst du uns zum Raumhafen? Der Eingang ist hier entlang. Oh, hier gibt's auf jeden Fall nochmal schön was zu futtern, du. Leg. Ich kann den Schließmechanismus nicht mit ausreichend Strom versorgen. Okay, das heißt, irgendjemand darf Generatoren anschalten. Die Stromversorgung wurde wohl im Sicherheitsbüro gesteuert. Obergeschoss. Alles klar. Kaisa, sieh zu, dass du einen anderen Weg findest, ihn zu öffnen. Verstanden. Der Büroeingang hat jetzt wieder Energie. Der Weg ist frei. Woher wusste ich, dass dies der Büroeingang sein würde? Achso, da waren wir ja schon. So, was haben wir hier Feines? Zwei Splitterminen mit Verpackung. Ausgerechnet, die hat überdauert. Was ein Zufall, ne? Oh, noch ein Spind. Der spinnt wohl. Dann mal gucken. Damit kriegen wir das da auf. Ich würde aber tatsächlich erstmal gucken, dass wir den hier verballert kriegen, weil das ist, glaube ich, ziemlich die einzige Position, in der das geht hier. Dann bleibt das hier übrig. Das hat funktioniert. Das hier nicht so. Spiel behauptet, das geht. Ja, so geht's. Noch ein bisschen Munition, schön. Nochmal aufsperren, ey, Kinders. Diese scheiß Digi-Dietriche verdienen sich auch nicht von allein, ja? Also, muss man schon mal sagen. So, einmal so und einmal so. Ja, passt perfekt. Zack, offen. Noch mehr zum Aufschließen, meine Güte. Damit nicht, damit nicht, damit nicht, damit nicht, damit nicht. Damit nicht, damit. So nicht. So ginge. Haben wir einen, der da reinpasst? Haben wir zufälligerweise tatsächlich. Dann kommt der dahin, der da. Nee, hä? Der dahin. Peng. Erste Tür offen. Plönk.
damit kriegt man hier gar nichts auf. So, damit kann das schon mal weg. Nächste offen. Sehr gut. Da ist wieder Kacke. Das auch. Dann wird's der und der Gedoppelte. Ich hoffe, das war keine Scheißidee. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht. Und offen ist die Laube. 210er Lawgiver. Ja, geil, Omat. Da sind wenigstens die Upgrade-Punkte dann, die wir da gleich mit draufpacken. Nicht komplett umsonst. Guten Tag, ich interessiere mich hier aus Gründen für etwas. So, das ist die 210er, unsere alte Lawgiver. Die ist zwar schön leicht dagegen, wobei, mittlerweile. Aber die macht nur 110. Ja, das ist definitiv die neue Wahl. Was? Was ist denn die Aufnahme jetzt? Ach, da. Vae Victis. Er zerstörte diesen Ort und tötete diese Menschen. Um das, was er über die Lazaruspflanze und die Terrormorphs und all das wusste, geheim zu halten. Nicht wahr? Er hätte den Bombenanschlag aus vielen Gründen anordnen können, der Ausbruch der Terrormorphs zum Beispiel. Ich habe diesen Trick mit den Gedankenlesern, den du da beherrschst, nicht gelernt. So sehe ich das jedenfalls. Du hast die Aufzeichnung gehört. Er erkannte das Potenzial der Pflanze als Waffe und versteckte sie. Er hat die Menschen getötet. Die Stadt verdammt. Damit sie nichts erzählen konnten. Er war ein Monster. Jemand, der dachte, das Geheimnis zu bewahren, würde Leben retten. Ein kalkulierter Verlust. Diese Soldaten für den Rest der Galaxie. Das klingt genau nach dem, was mein Vater tun würde. Aber es kann das Abschlachten nicht rechtfertigen. Aber ich schätze, das ist nur ein weiterer Teil seines kranken Vermächtnisses. Er dachte, er würde uns alle beschützen und nahm das Geheimnis mit ins Grab. Nur war er erfolglos. Jetzt weiß noch jemand von der Lazaruspflanze und setzt sie so ein, wie er es befürchtet hat. Ich soll's nicht verraten, ne? Wir probieren's also, erstmal. Die besiedelten Systeme zählen auf uns.
Okay, Kaiser, versuch es jetzt. Wahrscheinlich werde ich ja irgendwann dann doch sagen müssen. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Das klingt nicht gut. Augen auf. Okay. Gibt es hier vielleicht noch Raumschiffe, die man plündern kann? Oder Stützpunkte? Oder irgendwas? Nö, da wohl nicht. Versuch was wert. Zumal hat er da einen Schalldämpfer vorn dran. Ich würde mal behaupten, irgendwas passiert gleich noch mit diesen Schaltern. Aber wahrscheinlich nicht, bevor wir erst dahin gegangen sind und hier jetzt gleich ein lustiger Terrormorph gespawnt ist. Und zwar jetzt so schön, Jumpscare-mäßig, jetzt. Ja, natürlich. Schmerzen. Danke für diesen Hinweis. An allen Seiten. Rückzug. Rückzug. Ich glaube, ich kann das Signal aufheben, mit dem das Ding diese Kreaturen ruft. Aber ich brauche ein wenig Hilfe. Es müsste irgendwo... Moment mal kurz. Ich muss erstmal muss mal ein bisschen Freudespender zum Rauswerfen nehmen. Und zwar wunderschöne Splitterminen. Radarsysteme mit Strom geben. Wenn du die online bringst, leite ich mein Signal darüber um. So, wir gehen da mal ganz kurz hin. Ist es ein Effekt von der Waffe? Mit dieser Thermalsicht oder was auch immer das ist? Direkt hinter dir. Ja, ja, ist gut. Verbindung aufgebaut. Übertrage Signal. Ja, es funktioniert. Aber die Sklaven, sie greifen die Anomalie an. Hörsel, machst du das? Es funktioniert nicht. Das wird es niemals. Ich bin das nicht. Ich nulle nur die Frequenz. Wir haben sie befreit und sie helfen uns. Ich habe noch mehr Kapazität. Zur nächsten Schüssel. Alter, die Effekte von den Dingern sind halt echt heftig. Null Signal online. Es funktioniert. Eine Schüssel noch, dann kann ich es komplett abschalten. Kannst du mal noch ein bisschen nachladen, wenn wir dahin jetten? Na toll, das mit der Mine hat ja gut funktioniert. Da. Hier. Ich bin hier. Mal kurz schlafen. Nice one. Die Sklaven, sie verfolgen uns nicht. Wir sollten uns die Probe schnappen, solange es geht. Gut. Alles mitnehmen. Dieser die Probe,
Okay, das war doch ganz cool. Epische Musik des Sieges. Ah, Erfrierung geheilt, schön. So, Dampftunnel, da wollen wir nicht hin, sondern wir werden jetzt wahrscheinlich hier raus können. Nee. Warum nicht? Müssen wir doch wieder Dampftunneln? Also ich muss sagen, die Musik gefällt mir schon echt gut. Guck mal, bevor ihr wieder... So, wir sorgen praktisch schon mal für, ihr wisst schon, für weniger potenzielle Terrormorphs. Vielleicht sollten wir ihr dann tatsächlich irgendwann im nächsten Mal erklären, dass ihr Vater noch im Leben ist, aber vorher vielleicht speichern. Und was? Boah. Schock mich doch mal. Hallöchen. Schön. Ja, offensichtlich würde ich das nicht, oder? Ich kann auch mit ihr reden, also muss ich wohl relativ unverputzt sein. Und hier geht's nicht rein. Ich finde diese Anlage furchtbar. Du findest einfach nicht raus, wo hier irgendwie Ein- und Ausgang sein sollen. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, das kann auch sein. Nein, da bin ich doch schon. Okay, hat irgendjemand rausgefunden, wo der Eingang da ist? Vielleicht da oben drin? Irgendwie nicht. Haben wir doch gerade erst. Na, guck mal da. Schaut euch alle an. Zurück aus der Unterwelt. Sehr geil. Zum Ende hin wurde es ziemlich hektisch im Funkverkehr. Aber es klang, als wäre es ein Erfolg. Haben wir alles, was wir brauchen, um den Plan in die Tat umzusetzen? Alles sicher. Funktioniert der Plan jetzt noch, wo wir Thermomorphs und Thermoparasiten killen müssen? Wir erst durch Tests. Aber dass die Thermoparasiten die ganze Zeit eigentlich Thermomorphs waren, ist eine große Entdeckung. Zu wissen, womit wir es zu tun haben, ist immer gut. Und es erleichtert die Sache. Stimmt. Außerdem glaube ich, dass es recht leicht wird, die Leute dazu zu bringen, eine der größten Plagen der Galaxie zu beseitigen, wenn sie dazu imstande sind. Aber das alles geht nicht ohne die Proben. Du hast sie doch, oder? Ja, klar. Der beste Platz für sie. Die Verbindung ist vielleicht etwas undeutlich, aber habe ich das richtig verstanden, dass Vey Victis von dieser verdammten Pflanze wusste? So hörte es sich an. Der alte Admiral hat wohl jemanden eingeweiht.
Selbst er ist nicht clever genug, um einen Angriff wie diesen aus dem Jenseits zu organisieren. Das muss er nicht machen. Okay. Entschuldige, wie war das? Captain, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für solche Sprüche. Nein, unmöglich. Ich hab gesehen... Ja, was du gesehen hast, ist... Er lebt wirklich noch? Oh mein Gott. Und du wusstest das? Die ganze Zeit? Die ganze Zeit? Und jetzt plötzlich erwähnst du es? Ich hätte es dir nicht sagen müssen, das war nett. Du hast geschworen? Du hast geschworen, du hättest nur deine Pflicht getan. Ich kenne das. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Na, also geht doch. Am Ende. Nun, diese Offenbarung ändert natürlich alles. Auf jeden Fall. Dadurch ist mein Vater unsere einzige handfeste Spur zu den Angriffen. Hör zu. Percival und ich müssen uns um diese Proben kümmern, um sicherzustellen, dass wir sowohl die Parasiten als auch die Terromorphs beseitigen können. Aber ich denke, du, Captain, solltest dich mit meinem Vater in Verbindung setzen und herausfinden, was er über die Angriffe weiß. Richtig. Ich werde mir ihn auf jeden Fall vorknöpfen. Ich werde tun, was ich kann. Er ist nicht gerade eine vertrauenswürdige Quelle. Ja. Was immer du auftreiben kannst, ist mehr, als wir jetzt haben. Wir treffen uns alle beim Mast, vor dem Kabinettssaal. Sie werden alles wissen wollen, was wir hier aufgedeckt haben. Viel Glück, Captain. Und danke, dass du dich um ihn kümmerst. Ui, 10.000, 11.000 Credits. Sehr schön. So, das geschmiedete Vermächtnis spricht mit Vaevictus. Das werden wir allerdings natürlich nicht mehr in dieser Folge machen, sondern erst in der nächsten. Insofern... Euch wie immer, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.